Moin Leute, willkommen zu meinem ersten Eintrag zum Video AR zu Doorkickers. Kleines Echtzeit-Taktik-Spiel mit pausierbarer Zwischenfunktion. Wir spielen SWAT-Team für das Strategicon Interactive Forum mit Mitgliedern aus dem Forum als Team-Members des SWAT-Teams. Los geht es jetzt und zwar mit der zweiten Kampagne von Doorkickers, Drugburst. Ja, es geht darum, ein Drogenkartell auszuheben, einen Drogenboss dingfest zu machen, dementsprechend viele Verhaftungen und Beweise sammeln. Die erste Mission, einen kleinen Drogendealer festnehmen, ist die erste von 9 Missionen insgesamt der Kampagne. Wir sollen jemanden festnehmen und Beweise sammeln. Los geht's. Okay, Mitglieder, die dabei sind, sind Garfield als Assorter und Mac als Shield. Los geht's. Lock and load. Let's do this. Door unlocked. Don't shoot! Got the dope. Hands behind your back! On target. Suspects are secured. Here. Good job. We're done here. Ja, das ging schön fix. Keinerlei Probleme, bis auf die kleine Überraschung aus dem Hinterzimmer. Um die hat sich allerdings unser Mann mit dem Sturmgewehr, der Garfield, ganz im Gegensatz zum fetten Kater, wunderbar problemlos gekümmert. Erste Sahne vom Einsatzleiter, 3 Sterne. Aber das nächste Mal bitte mit beiden Schüssen treffen, wenn es geht. Ja, für Mac gab es gar nicht so viel zu tun. Der Typ, der direkt an der Tür stand, hat sich ja gleich mal ergeben. Eigentlich hätte er in die andere Richtung gucken sollen, aber irgendwie habe ich vergessen, dass er die Tür eintreten soll. Was soll's. Erfolgreicher Einsatz Nummer 1 absolviert. Und morgen geht's weiter zum zweiten Einsatz. Bis denne. Ciao.